Ja, ich bin jetzt schon wieder 2 Wochen zu Hause. Ich war unterwegs in Asien. Und wenn man reist, dann kann man überall, auch in Afrika oder Südamerika, man kann überall lernen. Es gibt 2 Deutsche, die unser Bild im Ausland geprägt haben. Angela Merkel und Adolf Hitler. Meist übrigens Hitler. Im Grunde immer derselbe Dialog. Where you come from? Germany. Ah, Hitler. Dann früher immer versucht zu erklären, dass Deutschland nicht ausschließlich aus Hitler besteht, aber ich habe es aufgegeben, weil viele im globalen Süden auch gar nicht verstehen, warum wir Deutsche nicht stolz sind auf Hitler. Er hätte doch gegen die Kolonialverbrecher gekämpft, gegen Franzosen und Engländer und gegen Juden wäre er auch noch gewesen. Und das finden viele prima. Man sollte aber besser keine Diskussionen anfangen, es hat keinen Sinn. Ich habe es schon oft versucht, indessen freue ich mich, wenn ich als Deutscher im Ausland überhaupt noch ernst genommen werde. Meist da, wo Annalena Baerbock noch nicht war. Und ja. Wo Frau Baerbock noch nicht versucht hat, Mullahs, Scheichs und Diktatoren von ihrer feministischen Außenpolitik zu überzeugen. Es ist kein Wunder im Grunde, dass sich Deutschland im freien Fall befindet. Im neuesten Ranking der besten Industriestandorte sind wir gefallen auf Platz 18. Ja, von 21. Vielleicht, weil Hitler da nicht als positiver Standortfaktor gewertet wird. Ne? Bewertet wird zum Beispiel Bürokratie und das war nicht zu unserem Vorteil. Die Genehmigungsprozesse bei uns dauern oft länger als das Leben der Antragsteller. In den zuständigen Behörden fehlen nicht nur die nötigen Bleistifte und das Papier, sondern auch die Mitarbeiter. Die eine Hälfte hat Pips, die zweite hat Burnout und die dritte ist überlastet. Und wer jetzt noch im Büro ausharrt, tut das, um zu Hause Strom zu sparen. Und im Büro, ja. Ich sehe aus Ihren Gesichtern, dass Sie das nicht anders machen. Im Büro ist wenigstens warm, weil da mit der Abwärme der Faxgeräte geheizt wird. Wir befinden uns im freien Fall. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten mit demokratischer Zustimmung der Bevölkerung weitgehend von allem befreit, was uns im globalen Wettbewerb nach vorn gebracht hat. Wir haben die Stahl- und die Kohleindustrie abgewickelt, dann die Kernkraft weitgehend abgestellt. In Photovoltaik waren wir Spitze, wirklich ganz oben, haben wir nach China verhökert. Gentechnik waren wir ganz weit vorne, haben wir verboten. Die Elektronik ist ebenfalls nach Asien. Meine Eltern hatten ja noch die Radiophonotruhe Nordmende Arabella. Ein sogenanntes Tonmöbel, das über ein Seitenfach verfügte. Da kam der Schnaps rein und die Gläser. Und jetzt haben wir nichts mehr. An unseren Hochschulen beschäftigt man sich nicht mehr mit Ingenieurwesen, sondern mit Pronomen für Diversgeschlechtliche. Und dann wundern wir uns, dass wir langsam aber sicher in die Mangelwirtschaft rutschen. Viele fangen an zu hamstern. Überall sind...